Hallo an mein Fische-Kollektiv, meinem Sorgenkind Nummer 1 hier im Kollektiv. Mal gucken, was die Wochenbotschaft dieses Mal zu berichten hat und was natürlich für den einen oder anderen eine Rolle spielen könnte. Ach, mein lieber Fisch. Hier ist mal wieder ein Fisch, der nicht so ganz weiß, wie er seine Gefühle einordnen soll. Der hier Inspiration bekommt, die ihn vorantreiben könnte, aber er nimmt sie nicht so ganz für voll. Mein lieber Fisch, du hast Flossen. Du kannst schwimmen, überall hin, wohin du möchtest. Sieben der Stäbe heißt mutig sein. Mein lieber Fisch, trau dich. Trau dich, deinen Träumen nachzujagen. In deine Wunscherfüllung zu gehen. Ja, die Welt fällt raus. Fünf der Stäbe sind Kopfzerbrechen, sind Konflikte. Natürlich möchte keiner Streitereien haben. Aber es bringt dir auch nichts, wenn du aufgrund des Vermeidens von Streitereien dich selbst dabei komplett verlierst. Ja, vier der Schwerter, sortiere dein Herz und nicht das Herz einer anderen Person. Ich weiß, ihr seid wunderbare Gefühlsklärer, aber ich weiß auch, dass ihr euch selten an eure eigenen Ratschläge haltet. Ja, also ihr könnt super anderen Menschen gefühlstechnisch Ratschläge geben, aber wenn euch diese Ratschläge gegeben werden, dann sagt ihr so, ne. Nein, das will ich nicht. Ja, mit dem Jahr darf es hier zurück in den Ursprung. Ihr dürft hier ein neues Kapitel anfangen. Hui. Ihr dürft freudig sein, ja. Hier kommt die Sonne mit ins Spiel. Die Sonne bringt Energie, lebensspendende Energie. Und wo ist die Sonne? An der Wasseroberfläche. Ja, also nutzt eure kleinen Flossen und schwimmt mal nach oben in euren Verstand. Und schaut mal an, welche Ideen dort umgesetzt werden wollen. Dafür müsst ihr euch nur ein bisschen bewegen, ein bisschen Energie investieren. Ja? Der Tod kündigt zudem nochmal das Ende dieses Eigengefühl-Daseins an, dieses Verdrustseins. Das Rad des Schicksals, das Glück ist mit an Bord. Die Justice fordert Ausgleich. Ausgleichende Gerechtigkeit, die findest du aber nur, wenn du in Aktion trittst, mein lieber Fisch. Und mit den sieben der Münzen wird, wenn du geduldig, hart arbeitest, das passieren, was du möchtest, dein Wunsch. Schöne neue Woche.